aber ich bin doch selber durch. Ein Stern. Nein, nicht restart, quit. Hat das jetzt für mich gezählt? Ja, das hat gezählt. Das heißt, ich kann meinen letzten Tag bauen. Ich habe alles ausgebaut, was man bauen kann. Und ich mache hier jetzt gleich noch die Iron Challenge, weil ich eben durch noch bin. Das ist interessant. Ich habe keine Netzwerkverbindung. Kein Internet. Das ist nicht wahr. Das ist ein Problem, das ich kurz beheben werde. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich finde es nicht nett. Liebes Internet, es ist nicht nett, was du tust. Ja, ich werde die Session hier jetzt kurz mal unterbrechen. Ich bin gleich wieder für euch da. Ich habe kein Internet. Das muss ich lösen gehen. Moment. So, da bin ich wieder für euch. Ja, ich habe mein Netzproblem gelöst. Wir spielen das hier jetzt im Iron Channel. Oh, ich habe noch zwei Tower. Ich werde hier die Taktik von vorher eiskalt anwenden. Also Blitz Tower for President. Klingt nach einer Ferne. Ich habe wieder aus dem Spiel rausgeklickt. Wo habe ich das Spiel? Ba, 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 ba. Soundspur auf, das kann ich zumachen. Ja. Ja, mal hier reingefragt, heimbombardiert. So. Da bin ich gespannt, wie es läuft. Ich habe hier einen Helden, das ist sehr praktisch, würde ich mal sagen. Ja, ich habe mir auch viele Videos, ich habe wirklich ein paar Taktik-Guides von anderen Leuten angesehen. Und es ist halt so, das Spiel hat sich schon verändert. Also das Spiel ist, glaube ich, 2012 erschienen. Ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt schon auf Steam gibt. Ich kann euch eine Zahl erfinden, wenn ihr wollt, aber ich weiß es echt nicht. Ich brauche mehr Ziele, passt mehr Ziele. Ja, das Spiel ist 2012 erschienen und es gibt wirklich Varianten und Videos von damals und das sieht noch alles anders aus. Das sind die Sachen anders konfiguriert. Da gibt es andere Strategien, die funktioniert haben, die kann man nicht mehr spielen und und. Es gibt auch einen Russen, der Let's Play das Ganze im Livestream auf Twitch, habe ich auch gesehen. Auch ganz amüsant. Ja, ich kann leider kein Russisch. Oder ich kann noch kein Russisch, sagen wir es so. Ja, vielleicht, nee, ich werde es auch nicht lernen, glaube ich. Also, ich bin sprachlich nicht so talentiert, dass ich jetzt extra Russisch lernen würde, dass ich mich mit Russ, ja, dass ich. Ich kenne Leute, die haben Russisch gelernt, ja, aber nee. Da muss man sprachlich gut sein. Ich bin nicht sprachlich gut. Das ist etwas, was ich gar nicht kann. Sprachen lernen. Ich bin froh, dass ich halbwegs gut Englisch rede, obwohl ich immer wieder wage zu bezweifeln, ob es wirklich halbwegs gut ist, dass die korrekte Bezeichnung ist. Aber ich bin bei meinen Interrail-Trips, die ich gemacht habe, bin ich klargekommen mit dem Englisch, was ich von mir gebe. Also gehe ich davon aus, dass es gut genug ist. Oder es viel schlimmere Englisch-Slangs gibt als meinen. Ja, am meisten Englisch. Ich hab Englisch eigentlich gelernt aus Angst. Ja, nee, mein Englischlehrer ist mir heute sogar über den Weg gelaufen in der Stadt. Ja. Er und ich, wir waren nie besonders gute Freunde, weil ich einfach auch kein Talent habe und ich war ein faules Stück. Ich bin immer noch ein faules Stück. Ich habe noch immer die Einstellung, arbeite klug, nicht hart.
Habe ich von einem sehr weisen Mann gelernt, von Dr. House. Wie lange dauert diese eine Wave noch? Ja, die Iron Mods sind wegen der, weil es nur eine einzige Wave ist, die du spielst, immer der absolute Horror, finde ich. Ja, aber die Lightning Tower, die machen einfach, die decken einfach so viel Fläche ab, dass ich jetzt hinten die Paladin nicht ausbaue, im Moment zumindest nicht. Warum? Ihr seht ja, die wirklich die Tower töten, bevor, ja, ich habe hier Feindkontakt. Ende. Jetzt bin ich gespannt, wie weit die Jungs hier kommen, weil die haben dickes Fell einfach. Ich hoffe, dass sie nicht wirklich weit kommen. Masse statt Klasse ist das hier wieder mal. Sehr einseitig meine Strategie. Warum sollte ich eine andere Strategie anwenden, wenn sie funktioniert? Einfach nur lol, überall fliegen die Blitze rum. So, ich baue hier mal einen anderen Tower zur Abwechslung, dass ich wenig Farbe ins Leben bekomme. Ins Leben, ja. Lol. Ja, ich glaube, das Level ist gegessen. Ja, die Jungs hinten sind extrem zäh, das merkt man ja, aber ich fürchte sie jetzt gerade nicht. Sterben auch. Also die Rugby-Spieler halten einiges aus, ja. Aber ich habe schon Schlimmeres erlebt, würde ich sagen. So. Ich baue jetzt hier zum Spaß Paladine, also
Weiß nicht, ob es nötig ist, dass ich das noch mache. Es ist das, ich glaube, dass das jetzt so, dass das der Final Countdown ist, den ich hier unten abbekomme. Oder es kommt noch irgendwas Großes, aber ich rechne nicht mehr damit, also. Ein Blitz da unten. Ich glaube, der hat am meisten einen getötet, der Turm, obwohl ich ihn sehr spät gebaut habe. Ja, das war's von dem Level. Das haben wir sauber durchgespielt. Ja.